Hallo, liebe Freunde des Rechts. Heute geht es mal nicht um Jura und nicht um Quatschjura, nicht um juristische Sachen, sondern heute geht es einmal um eine Geschichte, die ich erzählen möchte, um Ziele und wie man sie erreicht und was mich so umtreibt. Ich hatte auf Twitter vorgestern gefragt, was soll ich eigentlich für ein Bonusvideo machen anlässlich des Umstandes, dass ich jetzt 15.000 Abonnenten auf YouTube erreicht habe. Dazu sollte man vielleicht noch dazu sagen, 15.000 ist nicht Menge, aber ich habe erst im Dezember letzten Jahres die 1.000 Abonnentengrenze erreicht, die notwendig war, um überhaupt die Monetarisierung zu starten, obwohl der Kanal schon ziemlich alt ist. Und das sind eine ganze Menge neuer Abonnenten, die da hinzugekommen sind und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und da kamen verschiedene Vorschläge zu Anekdoten aus dem Anwaltsleben, macht man alles, oder konkrete Fragestellungen, die man bearbeiten könnte. Und ein User sagte, ja, vielleicht mal was über den Menschen dahinter, und der Vorschlag bekam auch die meisten Likes. Und dann dachte ich mal, okay, vielleicht mache ich dann doch mal etwas nicht über Jura. Und tatsächlich fällt mir das manchmal schwer, einfach nur zu labern. Ich kenne viele Kanäle, wo man viel Zeit verbringt und Sachen erzählt, wo ich mir, wenn ich zuschaue, denke, das ist doch total belanglos, während ich mir eigentlich denke, ich muss zum Punkt kommen. Ich darf die Zeit nicht verschwenden. Top-down, das Wichtigste zuerst. Und heute erzähle ich mal etwas über mich und über Ziele. Jetzt habe ich mich schon wiederholt mit der Ankündigung. Und da geht es auch um dieses Ding hier. Vor 3 Jahren war ich ziemlich unsportlich, und wenn ihr ältere Videos euch anschaut, werdet ihr sehen, ich war auch ein bisschen fülliger, ein bisschen proper. Mir fiel das auch auf, nicht nur mir, als ich mich häufiger dann im Fernsehen gesehen hatte, als dieser Facebook-Prozess stattfand, wo ich den syrischen Flüchtling Anas Modamani vertreten hatte, da habe ich mir gedacht, puh, ist echt immer pummeliger geworden. Und dann schenkte mir meine Kanzlei, mein Team zu meinem Geburtstag eine Sportuhr. Das war nicht dieses Modell, sondern ein anderes, um mich dazu zu motivieren, mal mehr laufen zu gehen. Es gab vorher schon so einen Firmenlauf. Bei der ersten Ausgabe habe ich nur die Fotos gemacht von meinem Team und die dann gepostet, aber bin selbst nicht mitgelaufen, weil ich hatte eigentlich Laufen verachtet. Ich war bis zu dem Zeitpunkt nicht ein einziges Mal in meinem Leben mehr als 10 Kilometer am Stück gelaufen und ich wog 73 Kilogramm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann ja mal ein bisschen anfangen. Und ich habe Lisa dann ganz stolz erzählt, hey, ich bin 3 Runden um den Sanderrasen gelaufen, das ist 1 Kilometer. Und sie lacht und sagt, komm mal wieder, wenn es 5 Runden sind oder 5 Kilometer. Und ich habe angefangen zu laufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich von so einer blöden Uhr, die mir dann sagt, hey, toll, zum ersten Mal, längste Distanz 1,5 Kilometer. Und dann bin ich tatsächlich zum allerersten Mal 10 Kilometer gelaufen, in einer Zeit unter einer Stunde, also dazwischen noch die ganzen Zwischenschritte spare ich euch mal. Jedenfalls hatte ich mir dann gesagt, okay, das Ziel 10 Kilometer zu laufen war ziemlich schnell erreicht, ich möchte einen Halbmarathon laufen. Und in diesem ersten Winter hatte ich dann auch meine Ernährung umgestellt. Das ist relativ einfach, anstatt morgens fettes Butterhörnchen zu essen, habe ich das Frühstück ersetzt durch einen 10 Kilometer Lauf. Das macht schon richtig was aus, wenn man statt 700 Kalorien zu futtern, 700 Kalorien verbrennt. Und das führte dann dazu, dass ich eigentlich schon im ersten halben Jahr die ersten 10 Kilo runter hatte und das Laufen wurde immer leichter. Mir hatte keiner gesagt, dass kleine Leute, insbesondere wenn sie leicht sind, einen Vorteil beim Laufen hatten. Und ich hatte dann also dieses Ziel, einen ersten Halbmarathon zu laufen, und das habe ich dann auch im Mai gemacht in einer Stunde 41. Und dann hatte ich als nächstes Ziel mir gesetzt, okay, Halbmarathon, dann muss es ein ganzer Marathon sein. Und Marathon ist dann schon ein etwas größeres Unterfangen. Ich hatte mich angemeldet für den Berlin-Marathon, mir einen Trainingsplan rausgesucht, lauter Bücher gelesen dazu. Und der Trainingsplan, der sieht für die letzten 12 Wochen ganz konkret vor, wann man wie viel läuft. Aber eigentlich braucht man vorher ein Jahr oder 1,5 Jahre Vorbereitung, so viel Zeit brauchte es dann auch tatsächlich. Ich bekam einen Platz zugelost, so etwa die Hälfte derer, die sich anmelden, bekommen auch einen Platz, vielleicht ist es auch ein Drittel, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Man braucht ein bisschen Glück oder Geld, um sich einen Platz zu kaufen, oder ein paar andere Zugangswege gibt es dann auch noch. Und ich hatte mir damals gedacht, okay, 3:30, das ist eine ziemlich ambitionierte Zeit. Das wäre das, was zu 1:45, 1:41, was ich vorher gelaufen war, passen würde.
Meine Kanzlei hatte mir dann sogar einen Lauftrainer geschenkt zu Geburtstag wieder, also wieder passendes Geschenk zum Hobby. Und ja, ich ansagte natürlich, da gehst du natürlich auf 3 Stunden 15. 3 Stunden 15, das bedeutet 42 Kilometer zu laufen mit einer Pace von jeweils 4 Minuten 37. 4 Minuten 37 war zwar die Pace, von der ich ganz quasi träumte, weil immer wenn man dann auf der Uhr gesehen hat, 4:37, das ist die Renndistanz. Und wenn man das dann im Training läuft und sich denkt, boah, dieses Tempo soll ich jetzt 3 Stunden lang über 42 Kilometer durchhalten, dann merkte man in dem Moment erstmal, wie weit man davon entfernt war. Also ich habe mir einen Trainingsplan runtergeladen, der sah vor, dass man in der Woche zwischen 40 bis 80, 90 Kilometer laufen muss. Zwei Pausentage, erstaunlicherweise. Ein Long Run, der war meistens Samstag über 27, 30, 33 Kilometer und ein Tempolauf. Tempolauf heißt also im Renntempo, also in diesen 4:37, 10 Kilometer, 15 Kilometer. Und am Schluss gab es einen Tempolauf, wo man 21 Kilometer, also einen ganzen Halbmarathon, im Renntempo läuft. 2 Kilometer mit Ein- und Auslaufen. Das war einige Wochen vor dem eigentlichen Rennen. Ich bin mit einem Referendar gelaufen, der war Ruderer, großer, junger Kerl, der 5 Kilometer in 18 Minuten lief. Und mit dem hatte ich mich dann verabredet, die 21 plus Ein- und Auslaufen in 4:37er Pace zu laufen. Und er lief auch ein gutes Stück mit, aber dann irgendwie nach 10 Minuten hat er gesagt, laufen Sie mal alleine, ich warte dann auf dem Rückweg. Also lief ich sie dann doch alleine. Und das war ein anstrengendes Training. Und der Gedanke, dass man dieses Tempo über die doppelte Distanz laufen sollte, das macht einen ganz schön demütig. Das kann eigentlich nicht sein. Man weiß ja schon beim Marathon, dass der Effekt, dass da die Leute an der Straße stehen, dass man erholt ist, gut versorgt und so weiter, dass der psychische Teil davon einen motiviert und Energien freisetzt. Aber kann das wirklich dazu führen, dass man nicht nach 21, sondern erst nach der doppelten Distanz müde ist, dass man wirklich so lange durchhält? Woher soll man das wissen, wenn man es noch nie gelaufen ist? Ich bin natürlich auch die Longruns gelaufen. Die läuft man nicht mit 4:37, sondern eher mit 5:15, 5:25er Geschwindigkeit, Pace. Das bedeutet, man hat für 1 Kilometer 5 Minuten und 15 Sekunden. Das ist also die Pace, nicht in kmh. 4:37 als kmh sind so um die 13 kmh, wenn man das in die Richtung umrechnen will. Und da fühlt man sich nach 30 Kilometern langsamen Laufen echt müde und denkt sich, jetzt noch 10 Kilometer mehr laufen und das noch schneller, das kann noch nie im Leben gehen. Und der Tag kam also auch näher. Und ich fragte einen Mandanten, der Triathlet war, der einen Ironman gelaufen ist, puh, kann ich wirklich so schnell laufen? Weil das Schlimmste ist ja dann, wenn man overpaced, wenn man zu schnell läuft und dann bei Kilometer 30, 32, wenn der Mann mit dem Hammer kommt, aufgeben muss, weil einfach keine Energie mehr vorhanden ist. Und das ist unangenehm. Und dann sagte der Andreas, lauf lieber auf 3 Stunden 20 und geh mit einem Lächeln durchs Ziel. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir also ausgerechnet, welche Pace man läuft. Nicht 4:37, sondern 4:45 oder 47 eingeteilt in die verschiedenen Drittel. Und das war dann auch das Ziel. Über 40.000 Menschen waren da in Berlin 2019, der letzte Vor-Corona-Marathon. Ich war relativ weit im Startfeld durch den Halbmarathon, den ich vorher gelaufen hatte, konnte ich dann also meine Startposition weiter nach vorne bringen, sonst hätte ich ganz hinten starten müssen. Was schwierig ist, wenn man mit den Leuten, die 4 Stunden 30 brauchen oder 5 Stunden, dann erstmal durch den ganzen Verkehr, wenn man erstmal 10, 20.000 Leute überholen muss, war also weit vorne und da steht man dann vor dem großen Stern in diesen Massen und der Sprecher geht den Parcours durch auf der Animation und beschreibt dann den schönsten Zieleinlauf der Welt am Brandenburger Tor entlang. Meine Güte, und dann sieht man erwachsene Leute mit Tränen in den Augen, die so wie ich ein Jahr lang trainiert hatten, 2 Jahre lang, nur für diesen einen Tag. Und dann laufen wir los. Und ich wusste, es gibt nur eine einzige Herausforderung, nämlich don't overpace. Es gibt nicht viel falsch zu machen strategisch. Man läuft den Weg, man verläuft sich ja nicht, aber man darf sich nicht davontragen lassen. Also schaut man immer auf die Uhr, dass man die 4:45, die Pace läuft, die eigentlich vorgesehen war. Und natürlich muss man sich korrigieren, weil man läuft zu schnell. Man kann ja schneller laufen, aber eben nicht über 40 Kilometer hinweg. Und das wäre blöd, wenn man dann übersäuert und zu früh seine Körner verliert, wie Läufer dann immer sagen.
Und es lief und das Feld trägt einen, so als müsste man die Straße gar nicht selbst tragen, links und rechts die Leute und man sollte jede Hand abklatschen, die da am Rand steht, weil auch wenn es ein paar Sekunden kostet, es gibt einen so viel mehr Kraft, wenn man in die strahlenden Augen der Kinder blickt, die einem das Händchen hinhalten. Und so läuft man und läuft man und ich hatte mein Handy dabei, die Bluetooth-Kopfhörer, Verbindung mit Sonja, die hatte mir dann immer gesagt, wie die Zwischenzeit ist. Man hat den Chip ja am Fuß und die Zeit, die man auf der Uhr hat, taugte tatsächlich gar nicht so viel für die Prognose, weil man nämlich per GPS wesentlich mehr läuft. Am Schluss läuft man nämlich nicht 42, sondern 42,8 oder 43 Kilometer, weil man ja nicht immer auf dieser blauen Linie entlangläuft. Geht ja auch gar nicht. Und Sonja sagt mir dann ja, welche Zeit gerade prognostiziert ist, wie man rauskommt. Und ich wusste ja, ich bin noch nie 42 Kilometer gelaufen, 30, 33 maximal. Die letzten Longruns waren auch noch auf einem Laufband, weil wir auf einem Kreuzfahrtschiff waren. 33 Kilometer auf dem Laufband zu laufen, ist echt dämlich, aber gehört halt oft zum Trainingsplan dazu. Ich habe diesen Trainingsplan wirklich Meter für Meter abgearbeitet. Ich bin davon nicht abgewichen, weil der Trainingsplan hat gesagt, wenn du den ausfüllst, dann kannst du genau mit 3 Stunden 15 ins Ziel laufen. Und auch diese ganzen Runalyze-Apps haben einen genau gesagt, wo man gerade steht. Wenn du jetzt den Marathon läufst, dann hast du 3 Stunden 20, 15, was auch immer. Erstaunlich, wie man das vorhersehen kann, weil der Mensch einfach ziemlich gut vermessen ist. Und als ich dann bei der Halbmarathon-Marke war, nach einer Stunde und 38 Minuten, das war die Halbmarathonzeit, merkte ich, boah, es geht eigentlich gut. Und ich dachte, vielleicht kann ich ja doch ein bisschen zulegen. Und ich habe das Tempo dann angezogen. Ich fühlte mich gut. Es hat echt Spaß gemacht. Es war kühl, es war gutes Wetter. Es fing später auch an zu regnen. Und dann läuft man und läuft man. Ich kannte die Strecke natürlich von den Karten tausendmal draufgeschaut, wie der Weg verläuft. Und dann wusste ich auch, der Mann mit dem Hammer, der kommt ungefähr beim Kurfürstendamm. Der Mann mit dem Hammer, das ist also die physiologische Grenze, wo die Glykogene in den Muskeln verbraucht sind, wo man also keine Energie mehr aus dem Zucker ziehen kann und wo man dann auf einmal ganz plötzlich ermüdet. Und ich lief über den Olivarplatz und ich dachte, jetzt müsste es soweit sein. Natürlich hat man immer getrunken und gegessen, was man halt so alles macht, diese Gels, die es da gibt. Und biege ein in den Kurfürstendamm und dachte mir, jetzt muss er ja kommen, der Mann mit dem Hammer. Wo bist du, Mann mit dem Hammer? Aber er kam nicht. Stattdessen sah man am Rand die anderen Läufer, die in diesem frühen Feld mit noch mehr Tempo gelaufen waren und sich übergaben oder nur noch gingen, an denen ging man vorbei, die den Fehler gemacht hatten zu overpacen oder die nicht fit genug waren dafür. Und ich dachte mir, bald bin ich wahrscheinlich auch so weit. Und der Kurfürstendamm ist ganz schön lang und ich lief entlang, die Gedächtniskirche kam, es fing an zu regnen und die Schuhe waren nass zu dem Zeitpunkt schon längst. Aber die Stimmung war großartig. Es war an jedem Meter an der Strecke waren die Leute und das hat einen wirklich aufgepusht und der Mann mit dem Hammer wollte nicht kommen. Allerdings, der Kurfürstendamm war nicht der Zieleinlauf. Das war ja erst Kilometer 30, 32 und so weiter. Man muss ja noch den ganzen Weg bis nach Mitte laufen, bis zum Gendarmenmark und dann erst wieder hoch zur unter den Linden, um dann durchs Brandenburger Tor. Und dieses Brandenburger Tor, das hat sich eingebrannt auf allen harten Tempoläufen. Wenn man nicht mehr kann, dann ist das Bild, ich stelle mir vor, ich laufe durch das Brandenburger Tor und habe den Marathon hinter mir. Das ist das, was einen motiviert über das ganze Jahr hinweg. Und dann läuft man da durch den Gendarmenmarkt. Ich kenne mich ja nicht so gut aus in Berlin. Ich dachte, jetzt links um die Ecke, da muss doch eigentlich das Brandenburger Tor kommen. Es kam nicht, wieder eine Straße, nochmal rechts, nochmal links. Und dann endlich sieht man das Tor Erdinger Weißbier aufgeblasen. Das ist das, was man sieht. Weiter, irgendwann dahinter kommt dann tatsächlich das Brandenburger Tor. Die Oberschenkel tun weh, aber das Tempo hielt noch. Ich hatte die zweite Halbmarathonhälfte das Tempo ja noch zugelegt. Und wenn man dann sieht, da ist das Brandenburger Tor, dann weiß man, die restlichen Meter schafft man auch nicht. Ich wusste auch, der Zieleinlauf ist nicht das Brandenburger Tor, sondern 400 Meter danach noch eine Stadionrunde. Mehr braucht man, bis man dann tatsächlich durchs Ziel läuft. Und dann zum Brandenburger Tor, wo auch die ganzen Kameras natürlich sind, auf dem Vorfuß. Man läuft ja nicht die ganze Strecke auf dem Vorfuß, jedenfalls ich nicht, die Weltathleten natürlich schon. Da hat man mehr Kraft, aber es ermüdet natürlich auch die Gelenke. Und dann sozusagen der Endspurt. Ich meine, wenn man sich das Video anschaut, das sieht nicht aus wie ein Spurt bei einem 100-Meter-Sprint. Aber
dann durch das Brandenburger Tor und Sonja auf den Bluetooth-Kopfhörern sagte mir, das kann jetzt 3 Stunden 15, 3 Stunden 16 sein. Ich wusste, wenn ich jetzt noch ein paar Sekunden raushole, dann sind es 3:15 und nicht die 16 drin. Und ich lief durchs Ziel, es regnete in Strömen, es waren nicht mehr ganz so viele Leute da dran. Und eine wunderschöne Frau hatte dann diese Medaille. Ob sie wunderschön war, weiß ich nicht, aber ich fand sie wunderschön, weil sie kam mir entgegen und hing mir diese Medaille über. Und ich war müde. Ich hatte noch ein paar Selfies gemacht. Von mir, von den anderen, die Sanitäter guckten, kann der noch laufen oder muss man den wegtragen? Ich war überdankbar für die Helfer, die haben dann warmen Zitronentee ausgeschenkt hatten und ich hatte meinen ersten Marathon absolviert. Gravurstation. Da steht dann, oh, kann die Kamera darauf fokussieren, nicht wirklich 3 Stunden 15 und 28 Sekunden. Ich hatte den schnellsten Halbmarathon meines Lebens gelaufen, nachdem ich einen Halbmarathon schon gelaufen war. Die zweite Hälfte in einer Stunde 36 war noch schneller. Das ist die perfekte Renneinteilung, sich in der zweiten Hälfte noch zu steigern. Man könnte fast sagen, okay, wer sich noch steigern kann, der hätte ja noch schneller laufen können. Aber 3:15 auf der Urkunde steht dann als Durchschnittspace die 4 Stunden 37, die Pace, die Geschwindigkeit, auf die ich das ganze Jahr über trainiert hatte in all den Tempoläufen. Ich hatte aber Sonja versprochen, ich mache das nur einmal, denn ich hatte mitunter, wenn man 70, 80 Kilometer pro Monat läuft, mehr als einen Tag laufend verbracht und dann ist es ja nicht nur das Laufen und Duschen, sondern man hat dann auch noch Regeneration, da bleibt nicht viel Zeit übrig. Ich habe meinen Trainingsplan in der Kanzlei aufgehängt und die wussten, also am Donnerstag brauchen wir nicht vor 2 Uhr mit ihm rechnen oder an manchen langen Läufen bin ich dann sogar hier vorbeigelaufen mit durchgeschwitztem T-Shirt. War wahrscheinlich gar nicht so cool, sollte man nicht machen. Da braucht man viel Zeit, aber das war ein Ziel, was ich mir gesetzt hatte und was ich dann auch erreicht hatte und dann war es auch gut mit dem Ziel. Und ich hatte andere Ziele und Hobbys oder Leidenschaften. Und Nina sagte eben, na, du fällt immer was Neues ein. Vielleicht ist jetzt das Ziel, 100.000 Abonnenten auf YouTube zu finden. Oder das Ziel, das habe ich mir wirklich gesetzt, dafür zu sorgen, dass kein Opfer von Hasskriminalität nur deswegen frustriert und hilflos ist, weil die Justiz nicht in der Lage ist, Täter zu ermitteln. Ich meine, wenn jemand sagt, es stört mich nicht, dass ich hier verleumdet werde oder beleidigt werde, das ist eine Sache. Aber wenn der Rechtsstaat nicht in der Lage ist, das Recht durchzusetzen, das ist frustrierend und das ist ein Thema, um das ich mich die letzten Jahre gekümmert hatte. Und ein anderes Ziel habe ich auch noch, nämlich dass die Möglichkeit, seine Ziele zu verfolgen, nicht nur für mich als Kanzleiinhaber gilt, sondern auch für die anderen Leute, die hier in dieser Kanzlei arbeiten, dass die ihre Ziele verfolgen können. Diese Kanzlei ist von Anfang an so ausgerichtet, dass man nicht Tag und Nacht arbeiten muss. Dafür stellen wir lieber mehr Leute ein. Und ich bin froh, dass einige Leute eben auch Sinnfindung in dieser Kanzlei finden, weil die Fälle Spaß machen und weil wir Pro Bono-Fälle machen, weil wir an Dingen arbeiten, wie zum Beispiel an den rechtspolitischen Themen, mit denen man sich auch identifizieren kann. Und das sind die Ziele, die ich mir noch gesetzt habe, beruflich, privat oder sportlich. Ich bin seither kein Marathon mehr gelaufen. Ich laufe zwar fast täglich nach wie vor. Der Tag nach dem Marathon, den möchte ich noch kurz erwähnen. Ich hatte am Montag danach frei. Immerhin, ich hatte am Dienstag einen Vortrag bei der Bundeszentrale für jugendgefährdende Medien, hatte dort etwas über Menschenwürde und Hasskriminalität erzählt und ich wusste es nicht vorher, der Tag nach dem Rennen ist der Pride Day und alle Läufer tragen ihre Medaille offen oder unter dem Sakko oder unter dem Hemd und es war großartig, man läuft durch Berlin und überall sieht man Leute, die auch dieses großartige Erlebnis hinter sich hatten und man kann darüber sprechen, wie bist du reingekommen? Es geht gar nicht darum, wer ist schneller oder wer langsamer, aber ich weiß, dass das ein großartiges Erlebnis ist. Und deshalb mein Appell geht an alle, setzt euch Ziele. Laufen ist ein cooles Ziel. Ja, ich weiß, es ist typisch für Leute in den 40ern, dass sie mit sowas anfangen. Und Julia sagte mir vorhin, puh, ich habe mir mal die alten Videos angeschaut, hast dich ja echt verändert. Neulich hat irgendjemand mal kommentiert, wie kann es eigentlich sein, dass Jun auf diesem Video älter aussieht als heute? Weil tatsächlich auf einem 10 Jahre alten Video ich halt ein bisschen pummeliger aussehe. Also wenn man genau hinschaut, natürlich bin ich auch älter geworden. Ich bin 47, glaube ich. Aber ich bin mittlerweile etwas leichter und fitter und das wirkt sich wirklich aus, weil wenn man 15 Kilo weniger mit sich rumschleppt und einen Ruhepuls von 50 hat, weil Marathonläufer haben einen größeren
Sauerstoffumsatz, dann kommt man nicht so schnell außer Puste. Man kann joggen und dabei Videos aufnehmen oder Diktate aufnehmen. Das ist ja zum Leidwesen von den Kollegen, die das dann abschreiben müssen, wenn es nicht die Diktatsoftware ist. Man kann dabei andere Dinge machen. Man kann alles länger machen. Als ich zum ersten Mal Skifahren war, dann auch noch mit neuen Skiern, 15 Kilo weniger auf den Brettern und dann die Form. Dann hatte ich es zum ersten Mal geschafft, eine ganze Abfahrt von oben bis unten wirklich in der Hocke runterzufahren. Vorher hat man dann immer zwischendrin abgeschwungen und war aus der Puste, weil einem die Beine brannten. Das ist großartig. Und auf einmal sind Distanzen kein Hindernis mehr. Wenn man in Google Maps dann sieht, okay, zum Bahnhof sind es noch 2 Kilometer, der Zug kommt in 15 Minuten, dann weiß man, 2 Kilometer, das sind bei 4 Minuten 37 pro Kilometer etwas weniger, so um die 9 Minuten. Naja, mit Gepäck und normalen Klamotten braucht man vielleicht 5 Minuten 50 pro Kilometer oder 5,30. Und wenn man gemütlich läuft, dann vielleicht nochmal etwas mehr. Fortbewegung ist ja auch etwas Praktisches, was man im Alltag benutzen kann, auch wenn man meistens ja nur im Kreis läuft und dann zur Dusche muss. Aber die Fähigkeit, jederzeit eine körperliche Leistung abrufen zu können, ist schon auch hilfreich im Alltag. Und deswegen meine Empfehlung, fangt das Laufen an, das ist cool, oder verfolgt irgendein anderes Ziel. So, jetzt habe ich was erzählt, was fast gar nichts mit Jura zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt besser kennt oder nicht. Der Hund liegt hier unterm Tisch. Das ist jetzt das neue Hobby, diesen Hund hier groß zu kriegen und zu erziehen. Ich hoffe, sie wächst allerdings nicht wirklich weiter. Aber jetzt ist sie hier so unterm Tisch, dass man sie nicht sieht. Ich muss jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hochholen. In diesem Sinne, ein längeres Video. Danke für 15.000 Abonnenten und bleibt gesund.